bin hier gerade jetzt die Stiegen runtergekommen, durch die Ausstellung gegangen und ein bisschen hat sich sogar so angefühlt, wie wenn ich die Gruft besuche, die Notschlafstelle unter der Mariahilferkirche. Diese Ausstellung dreht sich um das Thema Leid, aber auch um das Thema Hoffnung ganz stark. Und es ist faszinierend für mich, wo ich jetzt nicht mich als kunstaffin oder als Experten auf diesem Gebiet bezeichnen würde. Ich arbeite bei der Caritas und das sehr gerne. Aber doch spannend, wie hier ältere Kunst, aber auch moderne Kunst kombiniert ist, zusammengefügt ist und ein gemeinsames Gesamtbild ergibt. Und für mich das Aufregendste an dieser Ausstellung war, dass es mich zu manchen Objekten oder Bildern einfach auch hingezogen hat. Ich habe zuerst gar nicht so richtig gemerkt, warum das so ist, aber vielleicht ganz typisch ist hier, wo ich gerade sitze, die Erklärung der Menschenrechte. Alle Menschen sind gleich an Würde geboren. Dahinter auch das Leid, wenn Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Das ist etwas, was mich in der täglichen Caritas-Arbeit ganz stark beschäftigt und uns alle beschäftigen sollte. Dass wir es nämlich in der Hand haben, wie Zuversicht und Hoffnung wieder möglich wird, wie Menschen, denen es nicht so gut geht, die Leid erfahren haben, auch wieder Kraft schöpfen können. Und ich habe ein zweites Bild, eine Skulptur, die mich beschäftigt hat, die eine junge Frau und ein junges Kind, eigentlich ein Baby, zeigt, das angespült wurde. Ich glaube, das Kunstwerk heißt auch so, dass das Thema Flucht thematisiert. Auch hier, welche Verantwortung ergibt sich für uns, für andere da zu sein. Dieser Satz, der mir ständig als Caritas-Vertreter entgegengeworfen wird, wie hältst du eigentlich das ganze Leid aus, der wird hier auch in dieser Ausstellung, aber auch an den Orten, obdachlosen Häusern, Flüchtlingshäusern, Sozialberatungsstellen sichtbar, nämlich, dass es möglich ist, Veränderung herbeizuführen, wenn wir selbst, jede und jeder Einzelne von uns, einen Beitrag leistet und hinsieht und nicht wegsieht. Das zeigt diese Ausstellung, aber das ist auch tägliche Caritas-Realität.